Hurra, die Märkte sind in Euphorie, weil sie davon ausgehen, dass die Fed jetzt nicht mehr die Zinsen anheben wird, obwohl Powell das so nicht gesagt hat, vielmehr gesagt hat, naja, wir überlegen, ob wir die Zinsen weiter anheben. Und Powell hat auch gesagt, nee, wir haben nicht drüber nachgedacht, überhaupt drüber nachzudenken, die Zinsen zu senken. Also nochmal diese Botschaft, higher for longer, aber das hat die Märkte nicht interessiert, weil sie sagen, ja, er hat doch über die strafferen Finanzkonditionen gesprochen, die ein Stück weit die Arbeit abnehme etc. Die Folge ist, wir sehen steigende Aktienkurse und fallende Renditen und damit weichen sich die Finanzkonditionen wieder auf. Dadurch werden Kredite billiger, das schürt Nachfrage, die Leute werden mit ihren Aktien wieder reicher. Auch das schürt Nachfrage und das ist die Voraussetzung für Inflation. Also vielleicht hat Powell sich da ein Eigentor geschossen mit seiner Kommunikation. Ich glaube nicht, dass er das so gemeint hat, wie die Märkte das jetzt aufgefasst haben, die ja das hören oder gehört haben, was sie hören wollten. Aber schauen wir uns die Dinge mal an. Jetzt sagen alle im Grunde im Konsens, das ist doch jetzt der neue Bullenmarkt, wenn die Fed fertig ist mit Zinsanhebungen. Jetzt haben wir die tolle Saisonalität vor Weihnachten. Da kann es doch jetzt nur noch nach oben gehen. Außerdem seien wir doch überverkauft gewesen, muss man sagen. Im kurzen Zeitfenster sind wir ziemlich heftig überkauft. Aber Schwamm drüber und außerdem haben wir Unterinvestitionen, hohe Shortquoten. All das ist natürlich richtig, aber mal ein Blick auf die Gemengelage. Hier sehen wir die Heatmap. Wir sehen also eine Apple ganze deutlich im Plus, knapp 2%. Wir sehen Tesla im Plus, Nvidia im Plus. Heute wirklich viele Pluszeichen, anders als gestern, was die Einzelaktien betrifft. Wir sehen interessanterweise der S&P 500 und der Russell 2000 sind stärker als der Nasdaq, also die Tech-Werte. Erstaunlich, wenn die Renditen so stark fallen, dass die Tech-Werte nicht die stärksten sind, aber das nur nebenbei. Und heute natürlich wichtig, Apple, morgen dann die Arbeitsmarktdaten, aber heute natürlich wichtig, 21.30 Uhr. Wir berichten bei Finanzmarktwelt über die Zahlen von Apple. Hier sehen wir mal den Chart. Wir sind nach wie vor in einem intakten Abwärtstrend. Wird der jetzt nach oben gebrochen? Das ist die große Frage. Qualcomm gestern ja mit guten Zahlen. Jetzt sagen viele, naja, wenn Qualcomm gute Zahlen hat, dann dürfte das auch auf Apple zutreffen. Ich persönlich bin da skeptischer, vor allem in China dürfte die Nachfrage sehr schwach sein. Schwamm drüber. Ich hatte vorhin gesagt, viel Grün heute, aber gestern, schauen wir uns mal an, da war der S&P 1% im Plus, der Nasdaq sogar 1,8% etwa im Plus, je nachdem, ob Nasdaq Composite oder Nasdaq 100, aber dennoch haben wir an der Nasdaq deutlich mehr neue Tiefs gesehen als neue Hochs, nämlich 20 neue Hochs, 20 neue 52 Wochen Tiefs. Und es sind mehr Aktien gefallen als gestiegen. Also auch das kurios. Gestern die Marktbreite überhaupt nicht vorhanden. Heute ist sie vorhanden. Da werden einige Sektoren gekauft, Utilities, Versorger, weil eben die Renditen gefallen sind. Hier sehen wir mal die 10-jährige Anleiherendite. Und das, was da passiert ist mit dem Fall der Renditen, die Kapitalmarktzinsen sinken also. Das hat Einfluss auf die Kreditvergabe oder auf die Konditionen der Kreditvergabe. Und so könnte man sagen, das, was heute passiert ist, entspricht in etwa einer Zinssenkung um 0,25%. Und Bill Dudley, der ehemalige Chef der New York Fed, hat es so gesagt, indem Powell sich so äußert, dass dann die Aktien und eine Rallye zeigen und die Renditen fallen. Dann konterkariert das, was er eigentlich erreichen wollte, nämlich die Finanzkonditionen zu straffen, damit die Inflation eben im Zaume bleibt. Wir haben ja jetzt gesehen, die Inflation ist natürlich weit von ihren Höchstständen entfernt, aber seit 2 Monaten haben wir einen Aufwärtstrend gesehen. Also das Thema ist noch nicht vorbei. Jetzt haben wir vor allem Lohnsteigerungen deutlich gesehen. Also das ist vielleicht ein echtes Problem. Wir haben ja die Fed gesehen, die lange die Inflation klein geredet hat. Jetzt hat man dafür gesorgt, faktisch, dass die Finanzkonditionen deutlich laxer werden und das praktisch wie eine Zinssenkung ist. Wir haben die fallenden Renditen gesehen, aber das Grundproblem bleibt ja dieser steigenden Renditen. Und das hat Powell gestern, glaube ich, sehr, sehr gut, anders als Janet Yellen, auf den Punkt gemacht, als er sagte, ich glaube nicht, dass die Zinspolitik der Fed wirklich
ausschlaggebend ist derzeit für die Renditen langlaufender Staatsanleihen, sondern die Fiskalpolitik. Und genau da ist der Hase begraben, denn die Verschuldung ist ja nach wie vor exzessiv. Jetzt hat man gesagt, ja, wir werden dann in dem Quartal 2 Milliarden Dollar weniger als von Analysten erwartet an Neuemissionen bringen oder Volumen von Neuemissionen bei Anleihen, die diese Neuverschuldung dann eintreiben sollen. Aber es ist schlichtweg so, wir werden jetzt oder die Amerikaner werden 1,6 Billionen über die nächsten zwei Quartale am Anleihenmarkt platzieren, nachdem wir im letzten Quartal eine Billion gesehen haben. Also das ist natürlich eine Wahnsinnsgeschichte. Die Renditen heute dann nochmal unter Druck, weil die Produktivitätsdaten aus den USA stärker waren. 13.30 kam das und vor allem die Labor Costs überraschenderweise gefallen sind. Da hatte man mit einem Anstieg gerechnet von 0,7% und sie waren negativ. Dazu auch etwas schwächere Erstanträge und der etwas höhere Continuing Claims, also fortgesetzte Anträge. Also schwache, eher schwächere Daten vom US-Arbeitsmarkt und eben in Sachen Inflation die Lohnstückkosten und dabei eine gute Produktivität. Das hat man gefeiert, hat dann ein bisschen beiseite geblickt, als die Industrieaufträge so stark gestiegen sind wie seit August 2020 nicht mehr. Man sucht sich das aus, was man sich aussuchen will. Und jetzt eben dieser Tenor, ja, die Fed hat fertig, jetzt kaufen, kaufen, kaufen. Jetzt haben wir natürlich die Buybacks, die wieder am Start sind. Wir haben vor allem CTAs, die noch teilweise short sind. Das erklärt wahrscheinlich den Move heute auch nochmal, der hier praktisch ein Short Squeeze ist. Wir sehen übrigens unten mal die Buybacks, ziemlicher Abwärtstrend. Also es ist nicht mehr so wie etwa noch 2018, 2019, da war das noch ein ganz anderer Faktor. Das ist doch deutlich weniger geworden, seit vor allem die Zinsen gestiegen sind. Aber hier nach wie vor natürlich hatten wir oder kommen wir aus einem negativen Sentiment. Wir haben oben die Privatanleger, nur noch 24% waren bullisch. Wir sehen unten die NAAIM-Number, also die Investitionsquote von amerikanischen Vermögensverwaltern, nur 29%, Vorwoche war 24%. Vor zwei Wochen waren wir noch bei 66%, also Unterinvestitionen, auch das eine Erklärung für diese Rallye. Aber wenn wir uns übergeordnete Geschichte mal anschauen, S&P 500 Future, dann sehen wir immer wieder zum Beispiel 2022 massive Rallyes. Wir haben jetzt mal eben 5%, gut 5% gemacht in 5 Tagen. Wir hatten in 2022 in einem intakten Bärenmarkt, hatten wir immer wieder krasse Rallyes und solche Rallyes passieren gerne in Bärenmärkten. Also noch ist nicht erwiesen, dass wir es nicht mit einer Bärenmarkt-Rallye zu tun haben, zumal wir ja nach wie vor in diesem Abwärtstrend sind seit Juli, also seit ziemlich genau der letzten Zinsanhebung der Fed. Das Umfeld, das fundamentale Umfeld, und das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt, verschlechtert sich. Wir sehen hier Profit Warnings, die deutlich ansteigen. Wir sehen, dass Weak Demand, also schwache Nachfrage, immer wieder in den sogenannten Earnings Calls von den Unternehmen genannt wird. Und hier sehen wir mal, wie die Amerikaner, wie die amerikanischen Konsumenten auf der, wie stark die auf der Brust sind oder wie schwach, genauer gesagt. Und hier sagen zum Beispiel 34% der Amerikaner, sie könnten sich nicht leisten, $400 einer überraschenden Reparaturausgabe oder so sich zu leisten. Wir sehen gerade bei jungen Menschen hat der Anteil, der sagt, ja, kann ich mir leisten, deutlich abgenommen. Da ist der Prozentanteil nur bei 44%, also weniger als die Hälfte. Das ist kontinuierlich zurückgegangen und wir haben jetzt auch einen Rekord, was Menschen betrifft, die 2 Fulltime-Jobs haben, 447.000 Amerikaner, das ist ein bisheriges Allzeithoch, weil sie eben mit der Inflation mitkommen müssen, weil sie sich sonst das Leben nicht leisten können. Morgen aus meiner Sicht ein wichtiger Tag in Sachen Geopolitik. Ich hatte schon mal darauf hingewiesen. Wir haben hier Statements heute von der Hezbollah, dass man sich jetzt hier vorbereitet auf den Eintritt in den Krieg. Die irakische Armee ist in hohe Alarmbereitschaft versetzt worden. Morgen ja die Rede von Nasrallah, dem Hezbollah-Führer in Beirut. Das wird ein wichtiges Ereignis sein aus meiner Sicht und eine neue Eskalationsstufe. Insofern, die Hezbollah hat sich ja mit der israelischen Armee an der Grenze mehr oder weniger Scharmützel geliefert. Jetzt hat man das erste Mal heute eine israelische Stadt angegriffen, und zwar Kiryat Shmona, 7 Hügel.
oder Achthügel, genauer gesagt. Das ist eine Stadt mit, naja, bei 25.000 Einwohnern. Hier sind zwei Menschen verletzt worden. Aber es ist der erste Angriff, Raketenangriff auf eine israelische Stadt. Vorher hat man nur die israelische Armee versucht zu attackieren. Also hier sehen wir eine neue Dimension. Biden versucht jetzt in Gestalt von Blinken oder durch Blinken die Israelis zu einer Feuerpause zu überreden gegen die Hamas, damit aus humanitären Gründen dann mehr Leute vielleicht entfliehen können. Die Israelis dürften sich schwer tun, dagegen oder das dazu zu stimmen, weil sie sagen, das gibt der Hamas einfach Zeit, hier zu agieren. Also wir sehen, das wird schwierig. Jetzt gibt es Berichte der israelischen Armee, dass aus dem Iran die Imam Hussein-Brigaden in Südlibanon eingetroffen sind, also eine radikale Organisation aus dem Iran, um offenkundig die Hisbollah zu unterstützen. Und apropos Iran, der Iran ist jetzt bei der UN ab Anfang November zuständig für die Themen Feminismus, Frauenbefreiung, Arbeit gegen Antisemitismus und Schutz von Opfern von Menschenrechtsverstößen. Also das ist so traurig, dass es fast schon wieder witzig ist. Jedes Land, das ja massiv gegen Menschenrechte verstößt. Frauenbefreiung ist auch nicht das Thema und Arbeit gegen Antisemitismus ist da auch eher mäßig ausgeprägt, sage ich mal, im Iran. Also das sind so die Dinge, die hier praktisch wirklich so absurd sind, dass man es kaum fassen kann. Hier noch mal abschließend zur Hisbollah. Man hat jetzt noch mal eine Erklärung rausgebracht, der Hisbollah. Und im Vorfeld nochmal ein Video rausgebracht vor der Rede von Nasrallah, die wirklich propagandistisch sehr stark aufgeblasen und vorbereitet wird durch Medien dort im Libanon. Wir haben jetzt eben eine Intensivierung der Auseinandersetzung, erstmals Angriff auf eine israelische Stadt. Wir haben den Iran, der gesagt hat, da könnte eine Überraschung kommen. In Libanon schließen morgen die Schulen. Es gibt Pläne zur Evakuierung des Beiruter Airports. Der Premierminister hat gesagt, wir bereiten uns auf einen Krieg vor. Und all diese Dinge vor dem Hintergrund, dass sowohl die Hisbollah als auch der Iran gesagt haben, wenn bis Freitag kein Waffenstillstand der Fall ist, dann wird die Hisbollah in den Krieg eintreten. Also das wird morgen ein aus meiner Sicht sehr wichtiges Thema, dass die Märkte so nicht wirklich auf dem Zeiger haben, wie es mir scheint. Jetzt noch kurz interessante, die Israelis sind ja schon im Nord-Gaza und sie haben offenkundig die Strategie in Sachen Tunnel gegen die Hamas, und zwar setzen sie Roboter ein, die dann dort Sprengkörper platzieren. Das werde zur Todesfalle, so sagt ein Reservegeneral der israelischen Armee. Also man versucht mit Hightech sozusagen hier vorzugehen. Das könnte klappen, das könnte dann wirklich eine Falle werden für die Leute, die da in diesen Tunneln sitzen. Und aus meiner Sicht wirklich beschämend ist diese Haltung von Außenministerin Baerbock. Die sagt, es gibt nicht die eine Sichtweise, das stimmt, es ist kein Spaß als Palästinenser in Gaza zu leben, kein Spaß als Palästinenser in komplett abgeschlossenen Städten zu leben, die durch einen israelischen Checkpoint kontrolliert werden, drumherum Zaun oder Mauer. Das habe ich aus eigener Anschauung gesehen, aber das, was da passiert ist, dass da Menschen massenhaft abgeschlachtet wurden am 7. Oktober, das ist ein Pogrom, wie wir ihn seit 1945 wohl nicht gesehen haben, und sie sind getötet worden, weil sie Juden waren, weil sie jüdische Menschen waren, das darf man nicht vergessen. Und nicht nur die Enthaltung Deutschlands bei der UN finde ich sehr, sehr schwierig, und das vor allem vor dem Hintergrund, dass ja eine Frau Baerbock eigentlich Gespräche mit Russland komplett abgelehnt hat, aber sagt, ja, man müsse sich alle Gesprächskanäle auch mit der Hamas offen halten. Also Putin ganz böse, Hamas offenkundig weniger böse. Das passt aus meiner Sicht nicht zusammen, ist nicht wirklich kongruent. Und wenn wir in Deutschland mal bleiben, hier fand ich sehr witzig einen Artikel aus dem Manager-Magazin, wo ein nigerianischer Generaldirektor der WTO sagt, wenn wir mit China sprechen, bekommen wir einen Flughafen, sprechen wir mit Deutschland, gibt es einen Vortrag. Unten sehen wir mal die Haushalte mit Glasfaseranschluss, Spanien 87%, andere Länder weit über 50%, Deutschland 23,6%. Wir machen eher Vorträge als Glasfaserkabelverkabelung, wie es ausschaut. Und die Folge davon, dieser Rezession, auch dieser Energiepolitik, die wir betreiben, ist eben die Rezession. Der Energieverbrauch Deutschlands ist 2023 so niedrig wie nie zuvor. Da ist natürlich auch Einsparung dabei, aber vor allem sind Stilllegungen von ganzen Bereichen
in energieintensiven Industrien der Fall. Man hat dann auch ein bisschen Glück gehabt mit dem Wetter. Etwa 20% dieses Rückgangs dürften durch Wetter erklärt werden. Aber es ist ein Zeichen, dass Deutschland nicht unbedingt floriert, wenn der Energieverbrauch zurückgeht, was ja an sich eine gute Sache ist, aber hier aus meiner Sicht aus den falschen Gründen. Noch abschließend drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Die Immobilienkrise beginnt gerade erst. Hier mal ein Blick auf das große Ganze, wo man wirklich die Dimension dessen sieht, was viele Menschen derzeit am Immobilienmarkt erleben. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung. Heute die Apple-Quartalszahlen, das wird natürlich sehr wichtig. Was ist da zu erwarten? Da haben wir einen Artikel für Sie vorbereitet. Zweite Empfehlung. Und die letzte Empfehlung, nochmal dieser aus meiner Sicht Logikfehler von Fed-Chef Powell. Da schießt er sich letztendlich ins Knie. Das ist die dritte Empfehlung. Und die vierte Empfehlung ist, ab 21.30 Uhr bei Finanzmarktwelt reinschauen, die Apple-Zahlen. Das wird sehr, sehr wichtig. Ich sage jetzt Servus und Ciao.